was Sie hier finden, unter Thesen zur Leitbilddiskussion im Landtags FFB, das sind drei Bereiche, Bereich Arbeit und Soziales, Bereich Demokratie und Frieden, Bereich Energie und Ökologie. Was dort folgt, ist im Grunde, man kann es fast nicht anders sagen, so etwas wie ein Sammelsurium. Da ist also jeder Satz eine Aussage, eine Forderung, ein Vorschlag, Denkanstoß und so weiter. Das ist also einfach hintereinander aufgelistet. Das ist aber auch Absicht. Wir wollten ja nichts, gar nichts Fertiges schaffen. Wir wollten also wirklich genau das tun, was man hier jetzt vorfindet und was völlig Unfertiges ist. Das soll ja der Öffentlichkeit im Grunde übergeben werden. Das muss man sich so vorstellen, wenn es möglich wäre, jedem Bürger hier im Landkreis in die Hand zu drücken, wenn das möglich wäre, damit die sich hier das durchlesen und Satz für Satz sagen, ah ja, da würde ich das zufügen, jenes ändern, das draus machen und so weiter. Dass am Ende vielleicht wirklich so etwas wie ein Handlungskatalog daraus entstehen könnte, der dann irgendwann einmal, ne, in solchen Geschichten wie Bürgerparlamenten dann weiterverfolgt wird und dann eben zur Praxis übergeleitet werden könnte. Wir selber wollen natürlich daran auch weiterarbeiten. Ohne ein Ende. Das ist auch nicht also terminlich begrenzt, sondern das gilt ab jetzt für so lange, wie jeder Mann und jede Organisation Lust hat, daran zu arbeiten. Das ist natürlich auch unser Wunsch, dass es geschieht. Aber jeder Bürger findet da einen Punkt, der ihm auf dem Herzen liegt, der ihn bedrückt, der ihn betrifft. Er muss ja nicht an allem, er kann sich ja seine Wertigkeiten kann er sich ja selber aussuchen. Das ist ja auch eine Form wieder der Demokratie. Es wird ja niemand gezwungen, den Katalog auszuarbeiten. Ja? Wir wollen Mosaiksteinchen manchmal haben und wir werden ein gemeinsames Bild draus machen. Und was sich weiterhin ständig verändern wird, weil die Gegebenheiten sich verändern. Und der Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, was auf dem Gebiet der Gesundheit läuft. Das trifft ja nicht nur die Nation im Ganzen, sondern ist ja auch hier im Landkreis von allergrößter Bedeutung. Wir haben es dann die Gesundheitstage. Aber ich kenne jetzt ganz viele Diskussionen, dass mit der Gesundheitsversorgung sehr im Argen liegt. Und ich habe auch meine eigenen Erfahrungen in meiner eigenen Familie dazu. Und ich denke, da könnte man ganz konkret Dinge angehen, die für die Bevölkerung von äußerster Wichtigkeit sind. Und wir meinen natürlich auch, dass es nicht richtig ist, wenn kommunale Parlamente keinen Einfluss haben dürfen auf überregionale, also auf nationale Parlamente. Das halten wir gar nicht für richtig. Demokratie von unten. Das muss aber auch bis nach oben gehen. Ja. Wir sind ja da massiv davon betroffen. Von allem, was da auf dem Gesundheitswesen bestimmt wird, das gehört zu den wichtigsten Dingen, leider. Klar, das wird eine schwierige Sache sein, das zu moderieren, weil es eben doch sehr breit gestreut ist von der Problematik. Ja. Da könnte man sich überlegen, dass man das einzelnen Sachgebieten Vielleicht fällt das ein oder andere aus, weil das Interesse nicht da ist. Ich meine, das ist dann auch Demokratie. Wenn kein Interesse da ist, wird es niemand günstig forcieren. Aber das Interesse an Sozialen, an Kindergeschichten, Gesundheit spielt mit rein. Gerade dieses Beispiel in Porto Alegre hat gezeigt, wir konnten über 20% des Haushalts bestimmen. Und deshalb sind die gekommen, zu Tausenden. Und wenn es nur so wäre, die könnten was bestimmen, wirklich was ausrichten und etwas mal unverbindliche Vorschläge machen, dann würden sie auch kommen. Das Gefühl, ich kann was ausrichten, ich kann was verändern, kann was tun, das bringt die Leute zur Aktivität. In Porto Alegre läuft das ja so ab, das ist ja natürlich eine jahrelange Entwicklung gewesen, aber das hat sich dann so entwickelt, dass das der ganze Prozess übers ganze Jahr läuft. Also die treffen sich im Monat zigmal, die Bürger. Nun nicht alle auf einmal natürlich, sondern das sind dann, glaube ich, so vierteljährliche Hauptversammlungen, wo alle eingeladen sind. Ich meine, wer nicht kommen will, der redet halt natürlich dann nicht mit, der hält sich ja raus, ist ja klar. Aber da kommen die vielen Hunderte zusammen und zwar immer stadtteilgebietsmäßig. Und dann werden natürlich Arbeitsgruppen gebildet, die dann die Diskussionsergebnisse dann wiederum zusammengefasst übernehmen, ausarbeiten, dann geht es wieder zurück in die Hauptversammlung und dann übers Jahr
Wenn dann die Entscheidung über die Geldervergabe fürs nächste Jahr anstehen, dann hat man bis dahin ausgearbeitet, was wirklich von den Bürgern gewünscht wurde, was entschieden worden ist, und das wird dann vorgelegt mit Lösungsmaßnahmen, also wie man das dann umsetzen kann. Dann hat der Gemeinderat zwar immer noch das Recht, das abzulehnen, so wie es auch hier bei uns ist, aber zum Unterschied zu uns, Vetorecht wiederum dieser Bürgerversammlungen, die können dann wiederum sagen, nee, die Ablehnung lehnen wir ab, wir wollen das unbedingt, und das wird begründet, und dann muss der Gemeinderat. So oder ähnlich läuft es da. Weil der Gemeinderat ja eigentlich Beauftragter der Bevölkerung ist. Ne? Und so müsste es eigentlich sein. Wir wählen, und dann ist der Abgeordnete, den wir gewählt haben, nur noch seinem Gewissen verpflichtet. Und die Verbindung zur Basis ist eigentlich mal da. Und wir haben eigentlich nichts mehr zu sagen. Und das ist auch eigentlich grundgesetzwidrig für mich. Das heißt, eigentlich muss so ein Abgeordneter seinen Wählern oder der Bevölkerung verpflichtet sein, rechenschaftspflichtig sein. Muss eigentlich das tun, was die Leute wollen. Also ich sehe das ja so als Hilfe für den Gemeinderat, als Unterstützung. Und der Gemeinderat will ja das Richtige für die Bevölkerung tun. Und wenn wir ihnen das vermitteln können, klar, es haben sich Sachen eingeschlichen in den letzten Jahrzehnten. Demokratieverständnis ist immer etwas mehr schleifen gegangen. Das können wir vielleicht dabei wieder etwas gesunden lassen. Das ist ja eine gute Nebenwirkung. Ja? Aber prinzipiell, wir wollen den Gemeinderat, wir wollen nicht gegen ihn, wir wollen mit ihm. Die gewählten Vertreter des Volkes, das sind die Vertreter des Volkes eigentlich. Die müssen tun, was das Volk will. Nicht machen, beziehungsweise sogar das Gegenteil machen, ist das für mich Wahlbetrug. Erstens ist das. Und außerdem ist es ja auch nur das, was die erst gesagt haben. Die Bevölkerung konnte ja gar nicht sagen, wir wollen das oder jenes. Ja. Ein gutes Beispiel wäre ja, steht ja demnächst an, Viehmarktplatz, nicht? Wie soll er nun gestaltet werden? Es werden immer Investoren gesucht, beim Uhl-Grundstück. Investor, was hat er gemacht? Einen Ullklotz in Anführungsstrichen gebaut. Zu befürchten war, dass der Viehmarktplatz jetzt auch einen Klotz kriegt. Jetzt sind da also viele Kritikpunkte gekommen. Jetzt wird das ein bisschen abgespeckt. Aber wenn ein Investor gefunden wird und der sagt, ich bestehe auf diesem und jenem und es findet sich kein anderer Investor, dann wird man wieder Kompromisse eingehen. Und es geschieht immer wieder das, was die Leute mit Geld wollen, und der Gemeinderat meint, er muss das so und so machen, ohne dass die Bürger gefragt werden, was sie möchten. Und das wollen wir aufbrechen. Das bedarf natürlich viel Organisation, um so etwas auf die Beine zu stellen. Ne? Da braucht man viele Bürger, die auch wirklich wollen und dahinter stehen. Aber es hat ja da auch Jahre gedauert. Und warum soll es nicht hier gehen?